Ich habe vor 2 Jahren einen Hirnschlag erlitten und diese eine Sekunde hat erstmal mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ich konnte mich nicht bewegen, lag also wirklich regungslos im Bett und habe von da an versucht, mich ins Leben zurückzukämpfen. Ich war erstmal bewegungsunfähig und die ganze Familie, das Familienleben war auf den Kopf gestellt. Man hat mir sehr schlechte Prognosen gegeben, aber man muss halt kämpfen und das habe ich getan und habe mich von da an Stück für Stück ins Leben zurückgekämpft. Habe in der Frühreha schon sehr schnell viel wieder machen können, konnte mich zum Teil dann wieder bewegen, aber im Rollstuhl fortbewegen, auch weil ich noch zu unsicher im Gang war. Dann später zu Hause, ich wohne im 3. Stock Altbau, muss ich auch erstmal lernen, die Treppen wieder hoch und runter gehen zu können, gerade ohne Hilfe auch. Später nach der zweiten Reha noch eine dritte im Allgäu. Und da kam man dann auf einmal auf die Idee, ob das so ein FES-System für mich nicht was wäre, weil ich auch so ein Technikfreak bin, mit Strom auch gute Erfahrungen habe, was die Stromtherapie angeht, am Fuß, am Bein, am Arm. Ja, dann haben wir es ausprobiert und es hat sehr gut geklappt. Also ich finde diese Freiheit, die man hat, nicht mehr an den Fußschalter gebunden zu sein. Man kann sein Schuhwerk einfach selber auswählen. Ich hatte schon überlegt, man könnte sich dann einfach wirklich auch feste Wanderschuhe anziehen, ohne dass es irgendwo drückt. Und ich wandere halt gerne oder gehe halt gerne. Das L300 Gro ist einfach eine Top-Unterstützung. Ja, und das habe ich jetzt und fühle mich wohl.